Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Terminator Resistance für die PS4. Wir sind bei Teil 14 angelangt und heute hoffentlich ohne irgendwelche Audio- oder Video-Fehlschläge oder halt eben falsche Einstellungen. Weil nämlich das letzte Mal, also vorige Woche war das, unter der Woche haben wir Teil 10, Teil 11 aufgenommen und am anderen Tag haben wir Teil 12 und Teil 13 aufgenommen. Und in der Vergangenheit war es nämlich so, Teil 10 und 11 wurde viel zu dunkel aufgenommen. Ich habe es dann eher extra reingeschrieben ins Video. Das blieb aber es mehr oder weniger unbemerkt von unserer Seite, obwohl uns schon irgendwie vorkommen ist, hey, es ist alles dunkler. Aber irgendwie haben wir geglaubt, das gehört zum Spiel, weil wir spielen in der Nacht. Ja. Ist mir erst dann nachher beim Zusammenschneiden aufgefallen. Und bei Folge 13 ist uns dann auch aufgefallen, hey, ich nehme über Audacity das Audiosignal auf mit Rode-Mikrofon. Und da ist uns auch irgendwie komisch vorkommen, hey, die Ausschläge, was du hast, die sind irgendwie mickriger als normalerweise. Und ich konnte es mir auch nicht erklären. Wir haben nichts verändert, es wurde keine Rädchen verdreht. Das Mikrofon ist überhaupt immer an der gleichen Stelle gestanden. Wir haben nicht einmal abgesteckt. Das war einfach zwischen Folge 12 und Folge 13 haben wir nur kurz pausiert, ja, eine Pause gemacht und dann haben wir wieder alles eingeschaltet. Und zwischen 12 und 13 war auf einmal dieses komische Audioproblem. Das habe ich wenigstens lösen können, beziehungsweise dadurch, dass ich die doppelte Lautstärke draufgegeben habe und die Rauschminderung anders gemacht habe, ist ungefähr aufs gleiche gekommen. Es war zwar nicht hundertprozentig so schön wie normalerweise, aber es hat funktioniert. Und genauso halt eben das mit Folge 10 und Folge 11, dass das Video halt eben dunkel geworden ist. Ich habe mir mit ein paar Effekten habe ich mir helfen können, dass es doch halbwegs ansehnlich war. Also so viel dazu. Deswegen hoffe ich jetzt, also wir haben nachgeschaut gehabt, von der Helligkeit her passt alles und auch jetzt nimmt er wieder ganz normal auf das Audiosignal. Was da war, keine Ahnung. Gut, wurscht. Wir sind jetzt bei Teil 14 angelangt. In Teil 13, wolltest du kurz... Ich habe gerade meine Stimme verloren. In Teil 13 haben wir... Oder warte kurz. Ich schaue mal, dass ich da irgendwo rausgehe. Das war Skynet Außenpost. Ah ja, genau, das ist ja auch nochmal ein Nebenziel. Genau. Weil eigentlich haben wir uns überlegt gehabt, dass wir das machen. Ich habe mir jetzt nur gedacht, bevor du jetzt erzählst oder während du erzählst, dass ich mal kurz zurückrenne und alleine diese ganzen Stampfer da von die Spinnen, das braucht eh keiner. Okay. Also wir haben letztes Mal mit der Baron ein Techtelmechtel gehabt. Sie hat uns gesagt, dass wir Mac umbringen sollen. Wir haben gesagt, das machen wir. Ob wir es wirklich machen werden, werden wir schon. Dann der Erwin hat gesagt, dass er die ganzen Sachen, die wir brauchen für diese Mission, um das Gewehr freizuschalten, das neue, dass wir das benutzen können. Die Sachen hat er alle am Schlachtfeld vergessen, liegen lassen. Der Dr. Mac braucht dieses Lesegerät, genau, um das Code-Lesegerät. Um die Waffe für uns freizuschalten. Genau, und der Elvin halt eben war der Letzte, der das gehabt hat, und dieses Gerät. Und hat die Sachen am Schlachtfeld liegen lassen. Genau, und auch noch in zwei Teilen. Ja. Sprich, die Batterie liegt an einem Ort und das Lesegerät liegt an der anderen Stelle. Genau. Wir haben die Erin angelogen und ihr gesagt, dass ihr Mann noch am Leben ist, damit sie aus dem Stützpunkt geht. Wir haben Ryan in die Bedouille gebracht, damit er aus dem Stützpunkt geworfen wird, weil das ist unser Auftrag gewesen von dem Fremden, der uns immer wieder hilft, dass wir die Freunde aus dem Stützpunkt rauskriegen. Wo wir ja eh schon Vermutungen angestellt haben, dass das vielleicht entweder wir sind von der Zukunft, also der Jacob selber, der John Connor aus der Zukunft, der Patrick vielleicht aus der Zukunft. So viel dazu. Ja, und wir haben dann... Warst du schon fertig, oder? Ich überlege gerade noch, aber du kannst noch. Naja, wir haben ein Techtelmechtel gehabt mit der Baron, weil sie ja den Dr. Mac hasst, weil der damals ja angeblich zuständig war für diesen Fehlschlag von der Offensive, wo ihr Haberer oder ihr Perry Liebhaber, wer auch immer gestorben ist, Partner. Und sie will halt eben, dass wir ihn Dr. Mac umbringen. Und um das zu bewerkstelligen, hat sie ihren Körper hergeborgt. Sagen wir es mal so. Naja, so von wegen... Voller Körpereinsatz von ihr. Voller Körpereinsatz. Ich habe ja quasi das Schicksal entscheiden lassen, weil ich ja da gesessen bin so, und habe so herum dann, der kommt auf uns zu. Vater, er kommt zurück.
Und ja, es wurde halt eben dann durch Schicksal wurde entschieden, dass wir mit ihr schlafen. Und ich habe ja gehofft, von wegen, dass wir jetzt sagen, okay, gut, wir bringen ihn um, aber wir werden es nicht machen. Und ich war mir jetzt da halt eben nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist in dem Spiel. Weil es kann halt eben sein, die Befürchtung, was ich habe, ist das, wir haben jetzt mit ihr geschlafen, wir haben einen Vertrag mit dem Spiel abgeschlossen, du musst ihn jetzt umbringen, sonst kommst du nicht weiter mit dem Spiel. Und ja, es war auf jeden Fall, wir haben ja auch in der letzten Folge, haben wir ja dann die Schwierigkeiten gehabt, weil wir ja diesen Neurochip haben wir ja auch noch für den Dr. Max, sollte man den stehlen, weil der Widerstand wird den nicht rausrücken von dem einen Arnie Terminator, mit dem wir den Bosskampf gehabt haben, dass der Dr. Max den untersucht, damit wir in Zukunft Terminator überhaupt solche Infiltriereinheiten selbst umprogrammieren können, damit die zu uns helfen. Und das wird der Widerstand nicht verstehen und sowas. Und deswegen hat uns der Dr. Mac gebeten, dass wir den stehlen, weil die den nicht rausrücken werden. Und das haben wir halt eben auch gemacht. Und da haben wir urlang herumgesucht, weil wir nicht gewusst haben, wie das funktionieren soll. Und es hat sich dann rausgestellt, deswegen, da habe ich ja dann so einen Cut gemacht, weil ich überall hingegangen bin und so irgendwas. Und ich habe zwar dann wirklich gesehen im Nachhinein, wie ich dann diese Folge geschnitten habe, für einen Hundertstel von einer Sekunde, wo wir in diese Werkstatt reingehen, wo der Ryan normalerweise drin ist, sieht man ganz kurz den Knopf von wegen, dass man diesen Radio aktiviert, was ich ja im Nachhinein auf Google gelesen habe oder beziehungsweise über gegoogelt habe halt eben. Und das hat mich irrsinnig anzipft, weil ich habe ja 10 Minuten habe ich wirklich rausgeschnitten, deswegen habe ich dann auch diese 10 Minuten später, habe ich halt eben reinbaut und war einfach nur Hass, weil die gleiche Taktik, weil es ist ja darum gegangen, von wegen, du solltest den Elvin ablenken. Wie lenkst du ihn ab, indem du den Radiolot aufdrehst? Und ich habe ja, wir haben ja quasi die gleiche Idee dann gehabt, aber nicht mit dem Radio, weil wir auf den nicht gedacht haben oder was, sondern nichts von dem gewusst haben, sondern haben dann so einen Lautsprecher-Täuschkörper extra gebastelt und wollten den ja werfen, weil du kannst in dieser Situation nichts attackieren, nichts werfen, gar nichts. Und das ist ja auch irgendwie komisch, ne? Du kannst auch nicht den Elvin niederschlagen. Das hätte ich auch noch in der Hinterhand gehabt. Versuchung wäre gewesen. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich dann kurzzeitig selber, ich hab geschaut, dass ich mich nicht zu stark spoilern lasse, aber ich wollte ein bisschen das checken, habe ich mich jetzt in die Bredouille gelaufen, also in die Bredouille gebracht mit meiner Entscheidung mit der Mac. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass man, das war ja für uns auch nicht Neuland, aber halt eben, wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass man halbwegs da diesen Beischlaf mitbekommt. Also ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, sie sagt, na komm mit in mein Zimmer, es wird dunkel, es wird hell, ah du warst gut, ah du warst scheiße, aber jetzt schleich dich. So irgendwie halt eben habe ich mal gedacht, dass das abbrennt, aber man hat ja doch einiges gesehen. Wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, das haben wir ja nicht gemacht gehabt. Hätten wir ja dieselbe Variante gehabt mit der Jennifer eigentlich auch. Wir hätten ja mit ihr auch so eine Love Relationship oder zumindest ein One-Night-Stand eingehen können. Haben wir aber damals nicht gemacht. So viel dazu. Aber ich habe mich ein wenig informiert und mini-spoilern lassen. Theoretisch sollte es jetzt möglich sein, trotz der Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich mit ihr geschlafen habe, dass ich mich später entscheiden kann von wegen, hey, ich bringe ihn nicht um. Und das war mir wichtig, weil ich mal überlegt habe, ich spiele mal weiter oder ich schaue mal nach, falls dem so sein soll, dass ich mich in eine Enge spiele, dass ich nochmal zurückgehe und ihr sagt von wegen, nein, ich will nicht mit dir schlafen, ich will ihn nicht umbringen. Mhm. Weil ich finde die Variante einfach gut mit dem, dass in die Terminator-Filme haben sie es auch gemacht, dass die Terminator umprogrammiert haben. Warum sollte man das nicht machen? Die sind ja wirklich coole Verbündete oder gute Verbündete, wenn alles passt. Wenn die richtigen Updates drauf sind, ne? Ja, so viel dazu. Und was mir auch aufgefallen ist, während ich da kurz geschaut habe, wie das geht, ist das, dass dieses Spiel ja mindestens zwei Enden hat. Ein gutes und ein schlechtes. Ich weiß nicht, ob es mehrere hat, aber ein gutes und ein schlechtes. Und so wie es ausschaut, arbeiten wir uns auf das Gute hin. Mehr kann ich nicht sagen, mehr will ich nicht sagen. Aber es ist so. So, gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Also wir gehen jetzt da runter, weil wir am Anfang... Ah, der ist es, okay. Weil am Anfang von der Folge haben wir ja eine Person getroffen. Die uns in die U-Bahn schickt. Also, ich hoffe. Ja, für die soll man irgendwas holen, damit wir sie retten können? Oder um was ist da eigentlich? Damit die Tür aufgemacht wird. Sie hat sich eingesperrt im Restaurant oder was das war. Okay. Dann können wir eh wieder da rein. Ja, und hier und da gibt's Ruckler in dem Spiel. Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt und das wird auch da jetzt so weitergehen. Gehe ich eigentlich in die richtige Richtung? Nein, ich gehe
Geh wo ganz woanders hin. Da waren schon wieder. Waren wir da schon? Nein, da waren wir noch nicht, aber das muss wieder was vom Widerstand sein. Und schau hin, wenn wir schon mal da sind. Weil die ganzen Lasersprengfallen da sind und das geht so. Ja, vielleicht gibt es da was zum Looten. Und fürs Entschärfen kriegen wir gar keine Erfahrung, sehe ich gerade. Nein, wir kriegen dafür das Material, das ist ja, ja auch nicht. Naja, wir kriegen die Falle an sich, ne? Ja. So, das ist ja fies gemacht. Den hättest du aufmachen können? Ja, warte, ich möchte mir schon mal schauen. Dietrich. Jo, das war's. Passt. Explosiver Kanister. So. Okay, haben wir das auch. So, wieder zurück und runter. Also nach Süden. Genau von da sind wir ja, glaube ich, gekommen, oder? Nein. Keine Ahnung, ich habe und über X springt man nicht über die Dreiecktaste. Ach Gott, das ist wieder Fallout geschädigt. So, da links. Ja, und die meisten Hocker haben wir ja eh festgestellt, das passiert, wenn ein Feuer irgendwo in der Nähe ist. Dann sind die größten Aussetzer bei dem Spiel. Aber mal waren da nicht die ganzen. Da waren da noch Gegner, ja. Genau, da waren die ganzen Spinnies. Siehst du, dass wir eine Nahkampfwaffe haben, auf das vergesse ich voll. Wir haben 10 von denen, okay. Irgendwas haben wir da. Wir haben was Großes erwischt. Glaubst du, sie wissen, dass wir hier sind? Komm von hinten. Ja, und die Waffen haben wir ja auch abgegradet, siehst du, weil ich gerade die Chips sehe. Das heißt, jetzt macht ja unser Scharfschützengewehr so viel Schaden, dass wir mit einem Kopfschuss einen Terminator zusammenbötzen können, wo ich zusammenschießen können halt. Ja, kaputt machen. So, da oben wird das angezeigt. Wir sind irgendwie in der richtigen Richtung, ja. Dorthin, wie kommen wir da hin? Außen drüber hupfen. Kannst du überhaupt drüber hupfen? Ich will ehrlich gesagt nicht drüber hupfen, weil ich möchte schauen, ob ich den Originalweg finde. Ja, da hätte ich einfach nur da weitergehen müssen. Jo. Ja, auch wenn es möglich ist, dass du in ein Areal kommst, würde ich gerne auch wieder einen Weg zurückfinden oder wissen, dass es einen Weg zurück gibt. Ne? Jetzt sind wir richtig, okay. Wenn du wissen willst, wo du hinlaufen willst, kannst du dir dein Nebenziel auch fixieren und siehst es auf der Karte dann angezeigt, also normalerweise. Ja, aber ich komme ja nicht hin. Ah. Das wäre das, wo die Karte aufhört. Okay. Da könnte man überall reinschauen wegen irgendwelchen Ressourcen, aber mich interessieren ehrlich gesagt die Ressourcen nicht mehr so sehr. Kommen wir da überhaupt? Ah.
Alter. Gerade noch. Mhm. Nein, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Passt auch irgendwie nicht, weil das schaut so aus, als würde er irgendwo draufstehen mit dem Reifen. Aber wurscht, ja. Das ist, er steht auf einer Alpha-Wand. Darauf. Und da eine. Bond. Bond. Mr. Bond. So, jetzt müssen wir aufpassen, da unten gibt es sicher Raider. Überhaupt nicht geschädigt. Nein. Schwer. Das ist nicht so leicht. Also bei Followed ist das leichter. Da findet man schon viel, aber... Siehst du, die Sprengfallen hätten wir auch einmal irgendwann einmal ausprobieren können. Die offenen, die sind nichts wert, okay. Gut, aber da war noch was. Die Tür. Ah, danke. Okay. Ja, warum nicht? Aber erst. Wir haben noch genug. Ja, und wir können auch wieder welche herstellen, so ist es ja nicht. So viel zu holen hier. Ich weiß, ich muss nicht, aber irgendwie. Nein. Falscher Knopf. Und ich bleib hängen auch noch am depperten Kastel, was? Jedes Mal. Nein, es ist. In der Situation mit der Sprengfalle von wegen heuch die Nahkampfwaffe, mit der Nahkampfwaffe her, da will ich die Nahkampfwaffe, werf jetzt das Dynamit, ne? Scheiß an, Paula, ne? Bin gespannt, wo ich jetzt da anfange, ob ich jetzt da wieder... Bon Voyage. Ja, Bon Voyage, genau. Na, bei meinem Klick fangen wir jetzt da dort an, wo wir die Folge angefangen haben. Und ich habe mir noch gedacht, wie ich in die U-Bahn... Es gab ein Speichern, wie wir in den U-Bahn-Schacht reingekommen sind. Wirklich? Ich glaube, ja. Na, ich habe mir noch gedacht, wie wir in die U-Bahn reingegangen sind. Hier, ich würde jetzt gern speichern, weil ich schon weit gegangen bin einfach. Aber irgendwo am Weg hat es irgendwo kurz zwischengespeichert, was ich mich erinnern kann. Naja, das ist... Eine Küche in der U-Bahn, das glaubt mir kein Mensch. So, das ist die Nahkampfwaffe. So, als erster gehe ich gleich einmal ganz nach hinten und nachher beim Zurückgehen überlege ich es mir, ob ich nochmal da jetzt so zu dem Ding da hingehe. Du lootest.
tue. Zeit zu gehen. Die Haut wurde von seinem abscheulichen Metallschädel gezogen. Gab es jemals ein besseres Zeichen dafür, dass die Zeit gekommen ist zu gehen? Ich werde mich einfach mit einigen dieser Waffen vertraut machen, die die Soldaten zurückgelassen haben. Und dann verschwinde ich von hier. Apropos. Kaffee. Mein Kaffee ist da hinten. So, eine Handelsressource. Handelsressource. Ist auch interessant. Ich sehe mehr, wenn ich die Taschenlampe abdrehe. Also die Items sehe ich dann besser. I've got it. I've got it. I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? Willst du uns attackieren, oder was? Warte mal, wie nennt man die Gachtern? Slushies? Was? Weil du gerade bei der Slushie-Maschine vorbei. Nein. Wie bei Predators. Der Lawrence Fishburne. Ja. Bei Predators, beim letzten Predator, der rausgekommen ist, da ist ja eher das, nicht der Scavenger, was, wie nennt man das gar? Der die Leute umbringt für ihre Sachen. So wie ein Looter, nur halt eben, der die Leute eben wegen ihren Sachen umbringt. Weil das hat ja er gemacht, von wegen, der ist ja schon so lange dort gewesen. Ich Scavenger. Schon, aber ich weiß den Namen Scavenger? Nicht. Scavenger? Sag mal das. Ohrschwarzen! Die muss ich alle einsammeln! Außer du machst den anderen Weg. Das war da drüben, gell? Wenn sie es nicht ändert, ich weiß nicht, ob das. Na, das hat sich aber geändert, glaube ich. Oder? Ja, es hat sich geändert. Na, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Jetzt Scavenger erst. Ich musste kurzfristig auch überlegen, überhaupt, welchen Teil du meinst. Ja, nein. Weil es ja doch einiges gibt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob der Film wirklich Predators geheißen hat. Aber es müsste so gewesen sein, weil der erste war Predator, der zweite war Predator 2, dann war ja Alien vs. Predator, Alien vs. Predator 2 und dann, glaube ich, der letzte richtige Predator-Film war Predators. Okay. Mehrzahl. Ich finde es immer lustig, dass wir es vollkommen falsch aussprechen, aber es hört sich richtig Predators, an. Predators, Entschuldigung, aber danke. Aber es hört sich richtig an. Weißt du, was ich meine? Nein, weil man so gewohnt ist, wenn man es im Fernsehen so gehört hat von den überall Ansagen. An jeder, der... Ich hasse das. Ich hasse das selber. Aber ich würde auch Predator sagen, weil ich so gewohnt bin. Das ja, ist aber es ist der Predator. Es ist nicht der Predator, weil sonst haben wir wieder beim Film von Arnold Schwarzenegger, der nie rausgekommen ist. Alter... Man kann es auch übertreiben, Theon heißt. So, gut. Erst dann. Diesen hier wollte ich eigentlich machen. Kommen wir hier hin. Schon wieder ein Zettel. War den übersehen gehabt? Lüftungsschacht gibt es auch noch. Weil ich mir noch dachte, von wegen, okay, gut, wir kommen eins weiter, sind da und da ist alles noch voll. Ne? Ja. Wobei ich mir auch irgendwie denke. Ich könnte draußen eigentlich eine Dynamitfalle, also wieder Dynamit rauswerfen, weil das von der Sprengkraft her müsste es eigentlich gehen. Das eins nach dem anderen. Kommt darauf an, wenn es dann so ist, so gedacht ist, dass ja, dann alles explodiert mit dir gemeinsam ja. Sozusagen. Es kommt darauf an, wie es ist. Traust dich nicht. Bam. So, machen wir den nochmal. Der auf der Seite. Obwohl, hast du ja gesagt, das haben sie geändert. Das ist wirklich schwer. Ja, du musst es auch noch halten in die Richtung. Das ist das Schwierige an dem Ganzen. Aber es zahlt sich aus. Ja, ich meine, für nachher haben wir einfach wieder mal viel zum Verkaufen und so und zum
basteln. Wir können die ganzen Dietriche basteln, die wir jetzt vorhin haben. Zum Beispiel. So. Jetzt haben wir alles. Okay, da müssen wir, das müssen wir aber entschärfen. Oder drüber springen. Oder drüber springen. Ich hab da drin aber noch was gesehen. Weil natürlich könnte man jetzt zu den ganzen Fallen gehen und die alle mitnehmen, aber ich meine, irgendwann reicht es auch. Es dauert lang und ich benutze ja wirklich nicht. Also ich zum Verkaufen okay, aber ich denke einfach da nicht mit oder es ist mir nicht wert, dass ich das mache. Das einzige Spiel, wo ich solche Laserfallen jemals eingesetzt habe, war bei Duke Nukem. Das war auch das erste Spiel, wo diese Fallen vorkommen sind, zumindest was ich weiß. Und ansonsten, ja, das hat mich wirklich nie interessiert. Es kommt auch darauf an, was für ein Spiel es ist. Zum Beispiel bei Knights of the Old Republic 2 habe ich irrsinnig gern mit Bienen gearbeitet. Oh, no, you don't! Stop it! I'm from the Resistance! Stand still! Don't shoot! Ah, shit, your friends are coming for me! You need to hide! Sie glaubt, dass wir ein Terminator sind. Sicher? Okay. Ich geh mal kurz erhöht. Achso, ja, so hilft man. Kommt man drauf? Na geh komm, da kann man doch raufhupfen normalerweise. Theon, was ist da? Schuss und weg. Das erleichtert ungemein. Wie haben die gar geheißen bei den Zwergen von die Vorgeschichte von Herr der Ringe, die Curly Wurlys? Wie beim letzten Teil, bevor die Bösen kommen sind, wo die Elfen gegen die Zwerge gekämpft haben und dann haben die Elfen ihre Mörder die Artillerie gemacht hat, eben mit den Pfeilen, und dann haben die diese Vorrichtungen weggeschossen, die Curly Wurlys, glaube ich, waren das. Deswegen finde ich, sind es da auch die Curly Wurlys. Ich hätte Kleve genannt, aber ich habe keine Ahnung, wie es wirklich geheißen hat. Wie bitte? Kleve hätte ich es genannt. Wieso Kleve? Weil es so Maschinen gibt, die so Sachen wegschießen, so mittelalterliche, so zahnradmäßige, die Kleve heißen. Wirklich? Ja. Okay. Also von Spiel von, ich glaube, WoW hat die auch. Naja, durch den Gronkh weiß ich, dass die Stadt Kleve gibt, halt eben in Deutschland. Und das habe ich mir schon gedacht, wie kommst du jetzt auf das? Schieber, ich meine. Hey, wo sind meine Opfer? Ja, scheiß drauf. So, wo ist die? Da hinten irgendwo. Zeig dich. Schaut gar nicht nach einer Falle aus. Uptown Gift und Drag Shop? Soll das eine Drugstore vielleicht heißen oder so irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was Drag Shop ist. Nein, für mich ist es einfach nur Drag wie Drag Queen, weißt du? Also, ja, nein, keine Ahnung. Naja, Drag. Ja, aber der Drag gibt es ja auch noch, ne? Aber das ist. Kommt man da irgendwie rauf? Oder Drag ein Item. Oh! Da wäre eine Stufe gewesen. Okay. Mein alter Freund. Ja. Sessellift kann sie nicht geben. Fuck. Warum rennen wir der nochmal nach?
Ihr werdet uns nie lebend kriegen. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch einer gewesen. Jesus. Also jetzt, das haben wir aber eh. Na, haben wir das Gewehr nicht verkauft? Zuerst wird gelootet. Schaut ja halbwegs nett aus, der Stützpunkt, den sie da hat. Also, wenn er nicht brennen will und so. Ja. Wenn man die Tür vorher zusperrt, wäre es vielleicht auch besser. Na gut, was... Ah doch, okay, ich habe mir noch gedacht, das gibt's nicht. Da ist so knapp neben dem Feuer eine Ölpfütze oder Benzinpfütze. Diesel oder wie das, welches brennt nicht so gut? Was haben die mit Diesel. Das gesagt? Diesel. Deswegen muss Benzin sein. Hm. Coming home. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn der Widerstand Skynet mit diesen Waffen bekämpfen kann, warum dann nicht auch wir? Wir werden nur lernen müssen, wie wir sie einsetzen. Darüber sollten wir uns jetzt aber nicht den Kopf zerbrechen. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Mama kommt nach Hause. Okay. Jo. Wir haben eine unnötige oder uninspirierte Nebenstory gerade gehabt. Super. Und dafür habe ich laden müssen. Zweimal. Weil ich es auch einmal verkackt habe. So. Immerhin haben wir einen weiteren Bereich noch gesehen. Jo, na. Das ist ja auch nicht ja. Auf jeden Fall von oben gehen, weil unten ist ja der Garstige. Der T-47, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt. So, jetzt geht's wieder zurück an die Front. Jetzt können wir den Außenposten aber, dann machen. Warte mal kurz, während wir da unterwegs sind. Erstens mal Inventar. Ja, okay, das war die gleiche. Gegenstand fallen lassen, sehr gut. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Mhm, der ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Ja, da haben wir noch Methan an, herstellen. Ich habe mir eingebildet, dass wir das letzte Mal schon gemacht haben. Da fliegt ein Gewehr durch die Gegend. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir herstellen kurz gesagt haben und dann haben wir uns für was anderes entschieden. Die sind cool, ich kann mir nicht helfen. Ich sag's jedes Mal, ich weiß, aber ich finde die cool. Ich finde es auch geil. Seite war dann das mit dem mit der Nebenquest. Das war mein Stützpunkt dort, wo wir die Folge angefangen haben. So, jetzt wird es wieder gespeichert für den Fall der Fälle, dass ich mich wieder verdrück. Also knopftechnisch nicht. Selbst in die Luft sprengst, ja. Nein, ich habe nur gemeint, von meinem knopftechnisch verdrück und nicht von wegen, dass ich irgendwie fliehe oder irgendwie sowas. Das sagt man ja auch, halt ich verdrück mich jetzt. Mhm. Ne? So, da haben wir geendet gehabt, das heißt, wir machen jetzt Curly-Wurlys. Na, plötzlich sind ja die Silberfische, die Curly-Wurlys, waren ja jetzt da die Gaskanister. Das Einzige nur, ich muss zugeben, ich höre es nicht raus, von welcher Seite die kommen. Das kann sein wegen einem Splitterkabel, dass wir uns das teilen. Das kann sein, ich höre nur das Geräusch, aber ich könnte nicht sagen, von welcher Richtung. Ja, eben.
Schaut nach einem Großen aus. Scheiße. Hab gedacht, ich erwisch noch vorher. Ans Geschütz anschleichen. Ich habe ihn aber nur halb erwischt. Mhm. Ich habe ihn nur ganz erwischt. Bringen die gerade ihre eigenen um? Du bist echt eine Ein-Mann-Armee. In Videospielen ist man das, nicht, ja, in Videospielen ist es aber meistens so, aber das ist ja nicht von mir, dass ich so gut bin, das ist einfach halt eben für die, die Programmierer Mitleid haben mit den anderen Menschen, aber keiner wird da jemals so gut sein oder vielleicht einer von was weiß ich wie vielen. Oh, den erwische ich aber normalerweise. Aber jetzt. So, gibt's denn eigentlich noch irgendwas? Nein, gell? Als erst haluten. Bevor es die spawnen. Der wird total jetzt zusammengefetzt, oder? Eigentlich schon. Ihr Schweine! Was soll denn das für Fahrzeuge sein? Oder sind das Container, die runter... Ich glaube, die sind von der HK abgeworfen worden. Das soll ein Terminator-Container sein. Ja. Oh. Das ist cool. Das ja. Ist so Normandie-mäßig. Nur halt eben, dass sie es mit Lufteinheiten gemacht haben. Hoffentlich ist keiner drinnen mehr. Eigentlich alles passen. Gut, da hinten sind welche. Die sind irgendwo da dahinter. Achso, okay. Ich meine nämlich, dass wir da schon haben. Okay, da ist. Da ist der. Wer hat mich da erfasst? Auf der Seite vielleicht wieder noch. Ich glaube, der Turm sollte man nicht damit. Ah, doch, da rechts. Da brauche ich dem zu viele Schuss eigentlich. Vier Schuss? Naja, ist ein Plasmaturm. Ich finde nur, irgendwann könntest du auch mal versuchen, sie wieder zu hacken und für dich zu arbeiten zu lassen. Okay. Wir sind drinnen irgendwo. Doch auf CC
zielen, dann sind sie auch hin vielleicht. Wer feuert denn da? Wow, wer feuert denn da? Papa. Der geht in Deckung erst, der hat KI. Hast du gerade die Luft getroffen? Ja. Okay, so viel zur KI. Jetzt wollte ich das Spiel loben, weißt. Das Spiel hatte gelogen. Da ist ein Plasma dran. War der Turm. Aber es gibt noch ein paar. Nein! Das war ich bei meiner ersten Mission. Das war ich bei meiner zweiten Mission. Das glaubt mir keiner. Und das ist mein Opa. Ist er nicht stattlich? Ist er nicht wunderschön? So, das heißt, wir müssen wieder runterkrallen. Deswegen müssen wir... Ah, okay, da könnte man auch schleichen normalerweise. Was, in dem Spiel kann man auch schleichen? Hm. Termimo! Ah. Hack! Kannst du sehen? Ich halte jedes Mal die Luft an. Hecken schwer. Au! Ah! Okay. Weiß nicht. Ich schau eh grad, da geht's. Da kann man auch irgendwie durchgreifen. Ich meine, an sich suche ich ja nur das Terminal, wo man da die Selbstzündung da aktivieren kann. An und für sich hast du schon alles in die Luft gesprengt, aber. Ich glaube so. Ja. Na toll. Wieso in der Mitte? Wieso in der Mitte? Wer baut das so zentral? Das gibt's doch nicht. Ich bin hinterm, danke. Ja, der zielt genau auf mich, der Hund. Ein bisschen schneller geht. Die nächsten machen wir wieder auf altmodisch und langsam. So langsam ist das gar nicht. Na ja.
Scheiben. Wieso kann ich das nicht? Was versuchst du gerade? Ah, ich bin voll? Ah, wir haben ja... Ach Gott, wir haben Regeneration. Ich wollte jetzt extra auf die Kleinen umschalten, weil ich gemerkt habe, ich bin kurz angeschossen worden und wollte mich heilen. Und jetzt schalte ich um auf die kleinen Dinge und ich kann mich nicht heilen. Warum kann ich mich nicht heilen? Weil wir ja durch die Härte, jetzt ganz zum Schluss haben wir die Regeneration dazu bekommen. Sollte das nicht essen? Ah, das ist okay. Willst du hacken? Schwer. Sehr gut. Ich komm nicht rüber. Es war einfach nur ich hab ruhig. Wow, fast! Das war so gut! Ich schaff's nicht, mach du's. Es ist wirklich zu schwer. Dabei hättest du es gerade gehabt, fast. Ich weiß. Das war zu schwer. Ja, macht dann nichts. Zum Glück. Kann man es eh nochmal, ja. Aber was ist das für eins? Ah, neues. das war knapp. Ja. Aber interessanterweise, das war jetzt leichter als das andere. Können wir da eigentlich raus? Wir können da raus. Another outpost destroyed. Affirmative. Did I use that correctly? War das der Elvin, oder? Der das jetzt gerade gesagt hat, weil... Ja, er war vorher mit uns in Verbindung. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer ist, aber... Er hat uns ja die Anleitung gegeben, wo wir hin müssen. Na, weil er jetzt nicht hundertprozentig die militärischen Ausdrücke weiß, ne? Ach so. Deswegen. Also sind ja die Drop-Dinger. So, genau. Also wir müssten eigentlich von der Seite kommen sein. Sind wir auch. Wenn wir jetzt darüber gehen, dann müssten wir die ganzen Spinnen endlich treffen, die zuerst die ganzen Geräusche gemacht haben. Genau. Spinnen sehen anders aus. Die Spinnen, die Terminator. Oh, am Boden zerstört. Also waren zwei. Mhm. Haben wir einen umgebracht damit? Das geht doch gar nicht. Die sind irgendwo da dahinter. Man sieht ihn jedenfalls jetzt gerade nicht. Hm. Oh, hat schon passt. Da ruckelt es jetzt wieder. Eindeutig zu viel Action. Curly Wurly. Curly Wurly. Achso, die sind da drüben. Aber die Aufstellung erinnert mich gerade an Star Wars. Ich weiß nicht warum. War Sturmtruppler und irgendwelche, weiß nicht. Nein, die Dinger würden nicht zusammenpassen mit den Sturmtruppler, die Druidikas. Was ich auch so schade finde, ist, dass wir so spät die Schrotflinte gekriegt haben. Dass wir die im Endeffekt nie wirklich benutzt haben. Weil für die normalen Einheiten, also sprich für die Spinnen oder so irgendwas, ist es eher mächtige Waffen. Nur es zahlt sich nicht aus, wenn du einen Terminator damit umnocken kannst. Das ist besser als gar nichts, ja, aber... Danach werden wir speicheln. Ah, die kommen auf. Papas, wir kommen zurück.
wenden, sofort wenden. Sie kommen frontal auf uns zu. Da war er da. Who dares to challenge young Jacob? Da hinten ist noch der eine. Da ist irgendwo ein Turm gewesen. Da war doch ein Geschützturm. Irgendwo da hinten. Wenn ich jetzt eh gleich merke, wenn ich zusammengefetzt werde, wie kann man. Habe ich den fertig gemacht mit den. Mit dem Dynamit? Wenn ja, ist das mau. Für den Turm, also nicht für mich, aber. War ein Turm? Irgendwas hatte ich. Nach dem Hacken, bitteschön. Hässlich? Verbesserungswürdig? Nein, machst du das super. Ich komm nicht drüber! Ich drück drauf und es passiert nicht! Ja! Da war der Turm. Danke für die Info. Ich glaube, der schießt wie auf uns. Stating the obvious, oder was? So ungefähr. Hat jemand den Fahrer gesehen? Oder das Nummernzeichen erkannt? Das Nummernschild erkannt. Was ja eigentlich auch eine sehr coole Szene ist, aber eben untergegangen ist, eben weil ich jetzt gerade gesagt habe, hat jemand den Fahrer gesehen oder das Nummernschild? Eben bei der nackten Kanone, wo es, wie war die Szene, gar? Er macht die ganzen Verkehrsunfälle und dann er stellt sich mit dem Auto ab und weil er gegen die Mülltonne ja fährt, explodiert ja vor allem der Ding, der Airbag. Nur in dem Film hat es ja so gemacht, dass der Airbag immer größer wird und dann auf einmal tut er den Gang einlegen und fährt weg und er wird ja fast von seinem eigenen Auto überrollt und dann schießt er und so irgendwas und ich glaube, das war ja bei den ganzen... Nein, Blödsinn, das war in mein Gehirn ein Crossover, glaube ich, mit den Simpsons, weil da nämlich eine Folge war, wo die ganzen Polizisten ein Barbecue halten im Park und dann fährt, glaube ich, der Homer oder was, fährt volle Wäsche durch und die ganzen Polizisten sind da und der Chief fängt dann an, halt irgendjemand den Fahrer gesehen oder das Kennzeichen und alle, oh, da habe ich jetzt voll drauf vergessen. Also die es eigentlich wissen sollten. Aber stimmt schon, auch der Lieutenant Frank Draven hat jemand den Fahrer gesehen? Obwohl es sein Auto war. Gut, jetzt sind wir hier. Wir kommen da nicht durch, weil da wäre nämlich... Ah doch, kommen wir schon. Solange wir es nicht sprengen. Solange man die Nahkampfwaffe benutzt oder halt eben weit genug wegrennt, dann geht's. Aber ich würde das einfach mal als Zeichen setzen. Das heißt, wir hören jetzt da auf, wo wir angefangen haben. wie hat er gesagt... Der ewige Kreis. Nein. Der Sheldon, wie er gesagt hat, von wegen Rush keeps repeating the obvious. Also was die... Stating the obvious. Repeat stating the obvious. It's annoying. Deswegen... Oh, sorry. Also von wegen... Das Offensichtliche. Ja, er wiederholt das offen... Oder er... Er erklärt das offensichtlich. Irgendwie so, ja. Und er macht das immer wieder und es ist einfach nur nervig. Gut, nein, ich würde sagen, wir bleiben. Ja, den haben wir schon gefunden. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Top Drawer or Bottom Drawer? That's the question. Nein, also ich würde
jetzt da mal belassen, weil wir sind eh fast auf eine Stunde gekommen. Und jetzt, trotz dessen, dass mir halt eben diese Knopfdurcheinanderei halt eben passiert ist, da mit dem Dynamit und mit der Rohr, mit dem Eisenrohr, bis auf das hat es mir eigentlich relativ gut gefallen. Diese Nebengeschichte mit der alten, muss ich ehrlich zugeben, die war unnötig. Die Geschichte mit ihr selber war unnötig. Das Areal, die U-Bahn, fand ich total nett. Dies, ja, na, an sich, es war nett gemacht. Auch hätte eben von wegen, dass sie auf einmal die ganzen Fallen aktiviert. Mhm. Wobei, man müsste ehrlich mal schauen, aber ich glaube kaum, dass die vorher sichtbar waren. Dass da nicht angezeigt werden als Kreis, lasse ich mal noch einreden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vorher schon dort gehängt sind. Das fand ich eigentlich wiederum, das war nett, das hat mir eigentlich gefallen, dass man überlegen muss, okay, gehe ich jetzt mit entschärfen oder gehe ich mit rum, das fand ich cool. Die Varianten von wegen, welchen Weg du wählst, das fand ich auch cool. An sich finde ich die Idee von dieser Situation auch okay, weil das halt eben genauso reingehört wie bei Walking Dead oder so irgendwas, dass es auch Gruppen gibt, die nur auf sich aus sind und die vielleicht ein bisschen Wahnvorstellungen haben oder sonst irgendwas, weil bei ihr weiß man jetzt ja wirklich nicht, hat sie wirklich geglaubt, wie ist ein Terminator oder hat sie sich gedacht, das ist einer von einem anderen Clan, Sippe oder vom Widerstand, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich will nur seine Sachen haben. Die Schriftsachen, die wir gefunden haben, haben beschrieben, dass sie mit dem Infiltrator oder mit einer Infiltratorin schon zu tun hatten. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich wirklich kein Vertrauen haben zu Menschen. Kann auch sein, aber halt eben irgendwie, weiß nicht, das hat... Ich will nicht sagen, es hat nicht hergepasst, aber es war irgendwie unnötig. Weil du hast ja auch mit ihr jetzt nicht großartig was am Hut gehabt. Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn das relativ am Anfang passiert, dann entwischt sie die irgendwie eben nach so einer Instanz. Dann später triffst du das nochmal und dann könntest du irgendwie so noch irgendwie mit ihr interagieren, dass dir hilfst oder sie dir vielleicht hilft. Und dann halt eben passiert irgendwas und dann hast du diese Dramatik, dass du ihr nicht helfen konntest oder sonst irgendwas, dann könnte man mehr einen Tiefgang in sowas reinbringen, aber sowas irgendwie aufs Auge, hey, es gibt noch andere Leute in dem Universum, aber du kannst dir eh nicht helfen, so irgendwie ist mir vorkommen. Ja. Trotzdem fand ich es insgesamt lustig, mir gefällt der Level, mir gefallen die Aufgaben eben zwischendrin, die Hacksachen und sowas. Ja. Ich finde es immer noch interessant. Ich würde nicht unbedingt sagen, jetzt riesenspannend oder sowas, aber ich finde es interessant. Es ist immer noch, sie machen Spaß, die Levels, aber es ist irgendwie seichte Shooter-Unterhaltung, muss ich zugeben. Ja. Aber trotzdem, es unterhaltet mich und mir gefällt das Szenario noch. Und halt eben, ich will dann auch wissen, wie es dann weitergeht. Deswegen ist es so irgendwie seichte Unterhaltung dazwischen, dann kommen die Story-Dinger und wieder seichte Unterhaltung. So geht es eigentlich weiter. Am Anfang ist es noch ein bisschen interessanter, halt eben vom Spiel her überhaupt dann von wegen, hey, ja, wir mit Hochleveln und jetzt kannst du die Waffen benutzen, jetzt kannst du die Chips anwenden. Das finde ich an sich eh alles eine gute Idee mit den Leveln und sowas. Aber gut, das ist jetzt mehr oder weniger, dass ich das Spiel jetzt gerade analysiere. Das sollte ich ganz zum Schluss machen. Ja, es geht einfach nur darum, dass... es ist interessant, es ist unterhaltsam, aber ich muss auch sagen... Stellen wir es zach. Nicht unbedingt das, aber dass ich jetzt das Gefühl habe, so jetzt könnte es dann bald zum Finale kommen. Mhm. Weißt? Also wir haben jetzt die Welt kennengelernt, wir bewegen uns gut darin. Gut, da kannst jetzt du kannst nicht, mal von der da Story her mich auch ein bisschen verantwortlich machen, weil ich ja doch sehr viel loote und immer wieder, die Nebenquest möchte ich jetzt noch machen, was uns meistens nichts bringt. Außer ich mache Nebenquests halt immer mit. Ja, aber ich meine nur von wegen, geschichtsmäßig bringst du das jetzt vielleicht nicht weiter, aber halt eben irgendwie der Looter in mir muss noch mehr haben, wobei es eh sinnlos ist oder halt eben wir sind eh... Es gibt diesen schönen Ausdruck im Englischen, Completionist, das sind wir beide. Ja, oder Loot-Horror, eins von den zwei. Das sind wir auch beide. Ja. Okay, sorry. Gut, aber damit würde ich mal sagen, haben wir jetzt der Teil 14 abgeschlossen. Jetzt werden wir ein bisschen Pause machen und dann werden wir auch noch auf jeden Fall Folge 15 aufnehmen und vielleicht sogar noch Folge 16. Je nachdem, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Das wissen wir jetzt auch nicht. Aber so schnell sind wir ja auch nicht, wie wir sehen. Deswegen hoffen wir trotzdem aber mal, dass euch Spaß gemacht hat, uns zuzuschauen. Wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben. Tschüss. Baba.